Und willkommen zurück bei Let's Play Penumbra Necrologue. Ja, wir sind im Generatorraum angekommen letztes Mal. Und ich sehe schon nichts. Nichts, ich glaube, dass ich etwas mit dem Generator davor tun muss. Nichts, ich glaube, Was muss ich hier tun? Ich habe keine... Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert das so schon mal nicht. Die kann ich so nicht aufziehen. Okay. Sicherung haben wir jetzt 3. Darauf können wir nicht zählen auf dem Computer. Dann... Warte mal, ich glaube, oder vielmehr ich vermute, wir müssen diese Sicherung mit Sicherheit hier unten irgendwo einsetzen. Ja. Es sagt hier, dass ein Notstromnetz nur im Falle eines kompletten Ausfalls im Hauptgenerator aktiviert wird. Das sagt uns diese Tafel, die wir nicht lesen können. Da haben wir einen Eingang, in den wir nicht rein können. Hier haben wir ein Rad, an dem wir drehen können. Huch. Und das sogar irgendwas öffnet, eine Falltür. Sehr schön. So, hier kann ich nichts machen. Okay, Das war knapp. Warum sollte ich die Tür da oben wieder zu... Nein. Irgendeinen speziellen Grund... Elektrizität hatte ich noch nie gebraucht. Ich musste mich aber auch noch nie mit so etwas befassen. Warum gibt es keine magischen Knöpfe in solchen Momenten? Du müsstest nur einen Knopf drücken und alles funktioniert. Aber warte... Es gibt 10! Da ist er! Drück den Knopf! Ja, gut, wenn er das sagt, ne? Dann machen wir das mal nicht, denn wir brauchen erst da die Sicherung, die wir haben. Hier haben wir natürlich 7 verschiedene Knöpfe. Einen Knopf, den gucke ich vorher nicht an. Hier haben wir irgendein Kabel. Das ich mit Mühe und Not... dort hineinstecken kann. Dann will ich die Sicherungen mal einbringen. Funktioniert. Dann drücken wir den magischen Knopf. Und nichts passiert. Ja, ich mag ihn ja schon so ein bisschen, den Timon. Clarence. So, hier, was ist das? Passiert nichts. Ja. Hier haben wir auch noch einen magischen Knopf, der uns irgendwas anderes öffnet. So, und du Kacke. Okay, ich sehe schon. Leichter als gedacht. Dann machen wir das Ding wieder zu. Betätigen hier den Hebel und dann den magischen nicht vorhandenen Knopf. Nee, aber ich glaube, wir haben... Ich glaube, wir müssten Strom haben, ne? Oder? Das war leichter, als ich dachte. Ja. Der läuft.
oder? Ich bin unsicher. Ich guck mal gerade um. Weil jetzt müsste ich ja hier... Genau. Das in irgendeiner... bestimmten Reihenfolge... erledigen. Volle Power! 50%! Schub erhöhen auf 100%! Schub verniedrigen! Schub ausmachen! Ne, mal 100. 100 ist immer gut. Dann speichern wir hier. Schön. Das läuft. Dann gucke ich mal kurz. Jetzt brauchen wir nur noch die Schlüsselkarte. Hier unten müsste ja jetzt eigentlich nichts mehr sein. Wir gucken trotzdem nochmal. Das läuft. Alles schön. Sagt er dazu noch was? Sagt er nicht. Er hält die Klappe. Die Dinger haben wir gar nicht gebraucht. Der PC oben wird wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren. Der war ja kaputt. Gabit. Hier hinten war auch nichts, was unbedingt Strom bräuchte. Nein. Lalalalalalala. Und hier oben. Huch. War, glaube ich, auch nichts. Ne. Gut, dann können wir hier wieder raus. Schön. Schön, schön, schön. Haben wir jetzt hier auch wieder Licht? Wäre fantastisch! Licht! Geil! Aufmerksamkeit an das Personal. Energieversorgung des Forschungsgebäudes wurde wiederhergestellt. Sollten Ihnen irgendwelche Fehler auffallen, bitte informieren Sie unsere Techniker mit dem Statuscode 10. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bla bla bla. Denkst du, wir haben nicht begriffen, dass es jetzt funktioniert? Man soll ja nicht über Sprachfehler lachen, ne? Aber... Ne, wir lachen auch jetzt nicht über Sprachfehler. Machen wir nicht. So, Security, da brauchen wir die Karte. Kein Gebrauch. Es ist verschlossen. Da war das. Ja. Und nü? Ist die Glotze aus? Die war letztes Mal noch an. Nee, und nü habe ich echt keine Ahnung. Mein Name ist. Alfred. Nee. Ja. Alfred. Hm.
Laboratory, da kommen wir jetzt ins Laboratory? Ja, sieht so aus, ne? Natürlich nicht. Gut, dann muss... Die Gasmaske. Die Gasmaske könnte uns behilflich sein in diesem einen, ach, na. Achso, er labert immer noch. In dem Raum hier drüben. Mit dem Artefakt. Aber nur vielleicht. Und wenn ich da reingehe... kommen wir da nicht so schnell wieder raus. Aber jetzt öffnet sich hier eine andere Tür. Hier die Tür öffnet sich auch. Okay. Oh Gott, nein, bitte nicht. So, das hier ist jetzt zu. Da war das. Na gut, dann gehen wir erstmal in die Library. Mythen und Legenden der Eskimos. So, hier hätte man dann jetzt wieder so einen lustigen... weiß ich nicht... so einen Witz einbauen können, keine Ahnung. Schmerzmittel. Auch gut. So, hier wird ja... nichts Schlimmes drin sein. Dutzende... von staubigen Wälzern, Archäologie, Philosophie, Medizin. Da haben wir was zum Lesen. Historische Manuskripte und Abhandlungen. Diese Arten von Büchern sind hart zu finden. Okkultismus. Es gibt eine kurze Ausgabe des unaussprechlichen Kulten von Friedrich Wilhelm von Jünst auf einem der Borde. Ein Zettel. An einen Teil der Konferenz, die das folgende archäologische Artefakt gefunden hatte, das an diese Abteilung der Station geliefert wurde. Erste Artefakt, Charakter Tardus, auch bekannt als das 66B-Artefakt. Zweiter Artefakt, Finis Specialis, eine Steinbildsäule eines fremden Wesens. Diese Artefakte sind nicht der besonderen Wichtigkeit zum Archaischen, dennoch haben sie ein spezifisches wissenschaftliches Interesse, weil sie mit einer unbekannten Technologie der Steinverarbeitung gemacht worden sind. Ein Gedenkstein der Grabstätte von Tungait. Einer der vielen Artefakte findet man auf der Seite der primären Ausgrabung. Gemäß dem ersten Übersetzer Howard LaFresque enthält es eine Art alte Nachricht. Symbole auf der Oberfläche des Blocks sind noch nicht entziffert worden. Vierter Artefakt, Persona Prima. Eine der letzten Entdeckungen der Organisation. Es ist eine genaue Kopie des Artefakt 66B, aber verschieden vom ersten, hat eine blassblaue Farbe und strahlt Licht aus. Seine Oberfläche wird bei Berührung kalt und wird schnell nach der künstlichen Heizung kühl. Artefakt 66A. Ein fremder Gegenstand der kugelförmigen Gestalt. Gemacht vermutlich... von demselben Material wie das Artefakt Charakter Tardus. Die Oberflächentemperatur ist ungefähr 300 K, strahlt ein gedämpftes Licht aus. Studien haben die Existenz von zwei Phasen des Gegenstands offenbart. In der aktiven Phase beginnt das Artefakt kleine Klumpen der Leuchtsache auszustrahlen, die sich schnell, wenn ausgestellt, zur Außenumgebung zerstreuen. In der passiven Phase sinkt die Temperatur des Artefakts auf 270 K und sie hört auf, Licht auszustrahlen. Aha. Das erklärt uns also diese witzigen Artefakte in dem Raum, bringt uns aber auch nicht weiter. Also, nö, nicht wirklich. Also ich wüsste jetzt nicht. Ich wüsste jetzt echt nicht, was uns das weiterbringt, aber gut, wir haben ja hier drüben noch die Tür.
dann halt nicht. So. Ein weiteres Klo. Das macht mich froh. Hier machen wir alles. Oh nein. Wir haben nur noch eine Rolle. Na, komm schon. So. Klo verstopft. Ich sehe schrecklich aus. Hui. Die kann jemand anders da aufheben. Ja. Da haben wir eine Soda Jolt. Aha. Ein Artefakt. Ein PC, auf dem wir natürlich nicht rechnen können. Da haben wir hier was. Da, das. Ich gucke immer erst die Schubladen durch. Könnte man ja Batterien finden. Aber eigentlich bin ich auf der Suche nach einem Kalender. Nein, nach anderen Sachen, die vielleicht wichtig sind für das Spiel. Schlüssel oder sonstigem. Deshalb, es funktioniert nicht. Deshalb gucke ich immer erst da drin. Licht geht. Ist das jetzt Licht gewesen? Das machen wir gleich. Und ich bin mir nicht so sicher. Also es ist wirklich im Moment vom Gruselfaktor her. Oh, dieses Bild vermittelt ein einsames Gefühl. Vom Gruselfaktor her ist es echt im Moment nicht so, so pralle. Die Stimmung kommt rüber, aber mir fehlt dieses, weiß ich nicht. Aha. Es wird nicht starten. Der Bildschirm füllt sich mit Fehlermeldungen. Genau das habe ich auch schon mal gesagt. Schon mehrere Male. Und dann habe ich auch das getan. Nee, ganz so schlimm war es nicht. Okay, wieder ein total sinnloser Raum. Aber es kann doch eigentlich nicht sein, der. Aber ist total sinnlos. Ist nix. Gut. Meinetwegen. Unseren Freund Büxi nehmen wir mit. Büxi geht vor. Büxi. Nee, mir fehlt so von diesem Monster gejagt werden und all sowas. Server Room. Wie es halt eben bei Amnesia so war. Und dann diese Dunkelheit und dann dieses gruselige Monster, das war schon cool. Aber hier irgendwie, ich weiß nicht. Es ist so ein bisschen. War jetzt. War einfach nur klar. Es war einfach nur total klar, dass da jetzt so ein Typ steht, ne? Das ist ja wohl echt ein Witz. Und, wie es aussieht. Der scheint verbuggt zu sein. Also ich glaube, der müsste eigentlich hier rumlaufen, ne? Also ich gehe jetzt mal hier rüber. Speicher mal. Und dann quatschen wir den mal an. Immer so, hey! Hey, Turnguide, Zombie-Typ. Bitte, sprich mit uns. Oder das sollte so ein Scare-Jump werden. Warte mal. Hallo! Ach, der sieht doch hart aus. Vielleicht kann er uns ja raushelfen. Gute Idee. Hi.
Ich will doch nur befreundet sein mit dir. Schicken Mustache hast du übrigens. Okay, das ist Tony, der Tonguide. Unser neuer Freund. Den können wir... leider nicht mit irgendwas bewerfen. Doch. Nimm dies, Tony. Pam. Ne, wir nehmen hier diesen Schachtwerkzeug. Nimm das. Oh. Warte mal. Hallo? Warum kann ich die Axt nicht nehmen? Nimm doch die Axt! Hä, was soll das? Ich versteh's nicht. Nein, das ist nicht richtig. Ist das Ganze wieder verbuggt? Es sieht so aus. Hui! Der sieht einfach nur total ekelhaft aus. Ich hab keine Ahnung. Ich krieg die Axt da nicht raus. Ich bekomme die Axt da nicht raus und... So, warte mal. Hier. Something isn't right. Ich kann das auch gut. It isn't right. And now... we are going through... Okay. Gut, ich kann die Axt nicht nehmen, weil er sie wahrscheinlich nehmen muss. Um uns zu jagen und zu töten. Mach den Schacht mal auf hier. Jetzt wird's nämlich spannend. Und jetzt, wo es spannend wird... Genau, dann beenden wir natürlich die Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao!